In diesem Video zeige ich euch den Lumos Ultra Fahrradhelm, den ich mir für meinen VanMoof gekauft habe. Ja, das ist ja jetzt nicht mein erstes Video zum Thema Helm. Ich habe ja schon mal eins gemacht, da ging es um Helme für E-Scooter. Ganz anderer Ansatz, die sollten portabel sein, weil ich ja einen Mietscooter eventuell nehme und einen Helm dann vielleicht im Rucksack mit habe. Und als ich mir das VanMoof gekauft habe, dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt mit der Sache Helm? Ja, wahrscheinlich trage ich nicht immer einen Helm, weil ich es, weiß ich nicht, gewohnt bin und auch nicht mag. Muss jeder für sich selber entscheiden, aber gerade wenn man mal eine Radtour macht, und das werde ich mit dem VanMoof bestimmt machen, wenn es wieder wärmer ist, ist ein Helm, glaube ich, eine gute Sache, schon alleine wirklich aus den Schutzgründen. Dementsprechend habe ich mich relativ früh für den Lumos entschieden, also sprich Lumos ist die Firma, in meinem Fall für den Lumos Ultra, denn der war auf Kickstarter in der Kampagne relativ zeitnah, als ich meinen VanMoof bestellt hatte, was ja dann auch noch ein paar Monate Lieferzeit hatte. Der Lumos Ultra ist mittlerweile der dritte Helm von Lumos. Die finanzieren die immer im Anfang über Kickstarter und dahinter sind die ganz normal im Verkauf und auch, soweit ich weiß, auch ganz normal im Fahrradhandel auch erhältlich. Nicht vielleicht bei jedem, aber man bekommt sie auch im normalen Handel entsprechend. Ja, der Lumos Ultra, der hat mir erstmal so ganz gut gefallen vom Look and Feel. Wenn man auf Kickstarter Bäcker war, konnte man sogar eine exklusive Farbvariante sich aussuchen. Es gab halt diverse. Einer sah wie Iron Man aus, echt geil. Hat mir auch sehr gut gefallen, aber dann habe ich gesagt, Achim, bleib vernünftig. Den findest du geil, den trägst du vielleicht ein, zwei Mal und dann ist er vielleicht nicht passend zur Jacke oder was auch immer. Und am Ende des Tages, so langweilig wie es ist, so flexibel ist es, wenn man halt grau, anthrazit, schwarz nimmt, was ich dann jetzt endlich auch gemacht habe. Ja, das ist halt ein Smart-Fahrradhelm, wie alle Lumos-Helme mit unterschiedlichen Features. Dessen Feature ist logischerweise hauptsächlich, dass er Licht hat. Er hat vorne einen Scheinwerfer. Dann hat da hinten zwei Rückscheinwerfer, die gleichzeitig auch noch als Blinker dienen. Und mit einem wenig Aufwand dienen die auch noch als Bremslicht. Komme ich später zu. Dann ist der natürlich, wie so ein Fahrradhelm ist, entsprechend gestaltet mit Lüftungsschlitzen, damit er ja nicht auf dem Kopf schwitzt. Es gab mehrere Varianten. Ich habe die Variante mit MIPS genommen. MIPS ist das Brain Protection System. Das ist ein Aufpreis. Da ist nochmal so eine Einlage drin, wo entsprechend, wenn man einen Unfall hat, dass alles noch mal besser geschützt ist. Und ich glaube, ich meine, die paar Euro mehr sollten einem dann auch die Sicherheit und die Gesundheit wert sein. Also ich weiß auch nicht, warum man es dann ohne kauft, ehrlich gesagt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Der lädt sich über USB-C, finde ich immer gut. Großer Freund von USB-C. Hat logischerweise Bluetooth, weil er sich dann entsprechend mit der Fernbedienung bzw. den Fernbedienungen, es gibt zwei unterschiedliche, koppelt und auch mit dem iPhone oder auch ein Android-Phone logischerweise, mit einem anderen Smartphone und auch der Apple Watch. Und wenn er dann voll connected ist, dann spielt er halt seine komplette Stärke aus und auch vielleicht gerade abends, auch gerade in der City, wo viel Verkehr ist, glaube ich, ist eine gute Sache. Also es auch vermarktet wird er, glaube ich, auch schon wirklich im urbanen Umfeld. Das ist jetzt, glaube ich, keiner für Trekkingradler, würde ich sagen. Ja, und das ist so der Roundabout um den Helm. Gibt verschiedene Größen. Ich habe Größe ML, die ist kombiniert. Dann gibt es halt auch noch eine XL. Ob es eine S gibt, weiß ich aus dem Kopf gar nicht. So, hier hinten kann man halt drehen. Ist auch sehr clicky und bin ich halt sehr glücklich mit. Und ich setze mir den mal auf und dann fahre ich eine Runde, würde ich sagen. So, der Helm ist auf und ich habe den Helm auch angemacht. Der Anschalter ist hier hinten direkt über den USB-C-Port. Einmal an, habe ich vorne meinen Scheinwerfer, mein Frontlicht und meine Rückscheinwerfer, meine Rücklichter sind auch an. Das tolle Feature ist aber auch, dass ich damit blinken kann. Und dafür liefert Lumos eine Remote bei, die Remote Light. Die habe ich auch schon direkt an meinem Lenker. Ich habe auch noch die normale Lumos Remote, die originale, an meinem Lenker. Und da sieht es jetzt aus wie beim Wachdienst am Gürtel oder früher bei den Nerds in der IT-Abteilung. Alles links neben und rechts nebeneinander dran geflanscht.
ist natürlich jetzt hier fürs Video, hinterher hat man logischerweise nur eine Fernbedienung oder eventuell gar keine, denn man kann auch sein Smartphone benutzen oder seine Apple Watch. So, gehen wir mal auf die Fernbedienung ein. Ganz einfach, die ist rund, links, rechts Buttons, ich drücke drauf, hinten blinkt rechts und links. Relativ einfach. Mehr kann die auch nicht, tut das, was sie tun soll. Wenn ich mir aber die originale Lumos Remote angucke, die kann ich sogar hier rausnehmen und aus Diebstahlschutzgründen schon in die Tasche stecken, eventuell, wenn ich das Rad irgendwo stehen habe. Das kann ich bei der anderen nicht machen, die muss ich komplett abmontieren. Das ist nur beides mit so Gummibändern festgemacht. Das ist sehr flexibel, aber natürlich nicht geschraubt. Also wenn einer einfach aus, weiß ich nicht, Hass das Ding abreißen will, dann kriegt er das auch ab. Nicht so bei der originalen. Die hat auch zusätzlich einen Akku eingebaut. Da ist auch ein Ladekabel bei. Die Remote Lite funktioniert mit einer Knopfzelle. Und das Besondere an der originalen, außer dass sie auch noch rechteckig ist, ist, dass die einen Sensor drin hat und erkennt, ob man bremst. Und dann habe ich halt gleichzeitig auch noch ein Bremslicht. Auch ein tolles Feature. Also wie am Auto, Bremslicht geht an, wenn der Sensor merkt, dass gebremst wird mit dem Fahrrad. Ich mache die wieder einfach einmal dran. Also hier sind die Funktionen relativ überschaubar oder einfach, klar, links, rechts. Beim Telefon sieht es ein bisschen anders aus. Da habe ich halt eine entsprechende App und ich kann hier auch nochmal die Frequenz des Blinkens definieren. Also neben dem Standardlicht habe ich auch noch die Möglichkeit, dass ich das Licht flashen lassen kann. Die Frequenz kann ich einstellen, aber ich kann auch ganz einfach auf App Remote gehen und dann habe ich halt die App als Fernbedienung. Also praktisch genau wie die Buttons, haben auch links und rechts. Und wenn ich entsprechende Handyhalterung habe, wie in meinem Fall, habe ich ja hier noch den Loop Mount. Und jetzt ist wirklich alles voll am Lenker und entsprechend dann die App drin habe. Dreht sich leider nicht, das ist der Nachteil des Loop Mounts, habe ich im Video auch schon drüber gesprochen. Man kann es aber nutzen. Ich lasse mal eben das Smartphone dran. Letzte Variante ist die Apple Watch und das ist ganz interessant. Das ist auch wirklich ganz geil gelöst. Wenn ich also meinen Lenker in der Hand habe und Fahrrad fahre und dann halt das Handzeichen nach links rausgebe, wie ich es normal sogar mache, wenn ich abbiege, dann aktiviert die Apple Watch dadurch das Blinken auf meinem Helm hinten. Und wenn ich dann die Apple Watch schüttle, dann wird es wieder deaktiviert. Bei den Buttons muss ich halt auch immer noch einmal drücken, damit es deaktiviert ist. Hier eben nur schütteln. Nach rechts, wenn ich die Hand raushalte, logischerweise, da habe ich keine Apple Watch. Und dafür gibt es die Möglichkeit, dass ich die Hand einfach hochhalte. Dann blinkt er nach rechts und auch dann wieder später einfach schütteln und das Blinken ist ausgeschaltet. Also wirklich eine tolle Funktion für Leute, die die Apple Watch auch wirklich ständig tragen. Die brauchen die Remote nicht. Also kann auch keiner klauen. Ich selber habe die Apple Watch ja für den Sport. Aber auch gerade, wenn ich mal eine Fahrradtour machen würde, würde ich mir überlegen, dass ich die natürlich dann auch nutze. Und ja, dann brauche ich die Fernbedienung eben auch nicht und habe ja zur Not auch immer noch das Smartphone zum Nutzen. Ob ich im Alltag wirklich so viel links und rechts mit dem Helm blinke, steht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Denn A, wird man sich dran gewöhnen müssen und B, weiß ich auch nicht, ob die Autofahrer sowas auch registrieren, weil es eher ungewöhnlich ist. Ist auf jeden Fall ein schönes Feature. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Mein Fazit zum Lumos Ultra. Ich bin jetzt nicht so viel damit gefahren, jetzt ein paar Tage und bin schon sehr zufrieden. Also er dreht sich auf jeden Fall gut, das war jetzt keine mordslange Strecke, aber dadurch, dass ich ihn ja auch hinten einstellen kann, bin ich super zufrieden. Beleuchtung ist auch gut nach vorne, kein Thema, nach hinten weiß ich natürlich nicht, weil ich es nicht sehe hinter mir. Das Blinken, das mache ich eigentlich nicht irgendwie. Ich halte auch nicht die Hand raus. Ich meine, halt, wo ich fahre, brauche ich das nicht. Ist wahrscheinlich auch eine Gewöhnungssache und muss man mal gucken, ob das sich vielleicht verändert, so wenn man mehr fährt oder wenn man in der City fährt. Also von daher kein Feature, was man braucht. Der Helm an sich kostet so plus minus 100 Euro. Es kommt immer darauf an, ob man mit Mips nimmt oder ohne Mips und auch ob man hier die extra Fernbedienung haben möchte. Ich denke, das ist ein fairer Preis. Mir fehlt jetzt der Vergleich zu anderen Fahrradhelmen. Ich für mich einfach ein persönliches Gefühl, Kosten, Nutzen. Ist vollkommen da. Also ich bin sehr zufrieden und würde den Lumos Ultra jederzeit weiterempfehlen. Ja, ich werde dann meine nächste Runde drehen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal bei dem nächsten Video auch wieder reinschaut. Bis dann. Ciao.